Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen zum 12. und letzten Einhornfohlen mit Früchte-Tattoo, was ich euch hier vorstellen kann. Wir haben hier Pineapple, also die Ananas, ne? Ein Ananas-Tattoo mit der Nummer 70709. Eines von 12 Früchte-Einhörnern, die ihr hier hinten sehen könnt. Lasst uns ganz schnell reingucken, wie es aussieht. Wie immer müssen wir das hier oben an der gestrichelten Linie aufschneiden und dabei aufpassen, dass wir nicht in das Fohlen reinschneiden. Ne? Müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig sein. So, und hier haben wir natürlich auch wie immer ein Mini-Poster drin, wo wir alle 12 Einhörner finden, die es zum Sammeln gibt. Hier habt ihr schon mal einen kleinen Überblick und ihr habt auf der Rückseite noch eine kleine Checkliste, wo ihr überall alles abhaken könnt, welche Einhörner ihr von diesen 12 habt. So, und hier oben, das dritte, ist Pineapple. So sieht die Zeichnung aus. Schön gemacht und ich bin gespannt, wie sie es hier in echt umgesetzt haben. Wir holen es hier gleich raus. So, wieder ein Karton drin, damit es die Beine nicht zusammendrückt. Und da hat es Schleich gut gemeint. Sie haben hier alles mit Goldglitzer bemalt. Ach du liebe Zeit, okay. Puh, ihr wisst ja, ne? Ich bin kein Glitzer-Fan und ach du liebe Ananas. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Ja, ein nettes Fohlen, was wir auch schon ausgepackt haben. Und zwar in der Bemalung von Kiwi. Das sind die gleichen Modelle, nur eben in alternativen Farben. Hier haben sie auch schon Glitzer auf die Flanke gemalt, aber da hält sich's noch einigermaßen in Grenzen. Das hier vorne. Also ich brauche da immer Herztropfen, wenn ich sowas sehe, ne? Das ist schon ein bisschen krass. Ja, zum Fohlen selbst, es ist natürlich nett, der Blick ist goldig, die Augen haben sie wieder hier in einem schönen glänzenden Schwarz bemalt. Das ist klasse. Es freut sich, es lächelt, ich sage ja total freundlich. Das Hörnchen hier oben haben sie irgendwie in einem hellrosa besprüht, da ist kein Glitzer drauf. Die Grundfarbe ist natürlich gelb wie von der Ananas, das ist auch klar. Dann haben sie die Härchen hier grün gemacht, wie die Blätter von der Ananas. Das ist sehr schön. Wir haben hier auch so wie so einen kleinen Farbverlauf drin. Hellgrün, dunkelgrün. Ich denke aber, das kommt einfach durch das Gelb, was drunter liegt und entsprechend einem kräftigen Farbauftrag von dem Grün. Die Mähne läuft auf diese Seite hier rüber. Man kann hier wunderbar die einzelnen Strähnchen erkennen. Ja, also ist wirklich nett gemacht. Sprühnebel hier leider Gottes auch auf den Ohren zu finden. Na, das ist, ja. Es ist ein bisschen der Wurm drin, wenn er mich fragt. Ne? Übrigens auch das Grün. Hier geht etwas auf das Fell über. Ja, egal wie ihr es dreht und wendet. Oder das Grün ist hier nicht komplett über die Strähnen gestrichen oder gesprüht, wie auch immer sie das hier gemacht haben. Zum Glück haben sie hier einen feinen Glitzer genommen, ja, aber es wirkt halt schmutzig, als ob es irgendwie, keine Ahnung, in den Sand gefallen wäre und es klebt jetzt noch an diesem Fohlen. Also schön ist was anderes. Mir gefällt es 0,0. Sorry, ist nur meine Meinung. Ne, wisst ja, ist immer nur meine Meinung, muss nicht eure sein. Wenn ihr komplett abgeht auf diesen Glitzer, dann ist das vollkommen okay. Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht. Zumal der Glitzer hier irgendwie spontan um die Ananas rum, um das Tattoo aufhört. Ja, hier ist irgendwie noch ein hellerer Fleck. Hier haben sie die Ananas drauf gedruckt und der Glitzer geht hier rundrum. Warum? Wieso? Perlt es da irgendwie ab davon oder was? Ich kapiere es nicht. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass das hier unten ein bisschen ins Weiß reinläuft. Ne? So Eierschalen. Farben weiß. Also wir haben hier einen Farbverlauf, der halt leider Gottes durch dieses Gold etwas gestört wird. Ja. Hier hinten ist es nicht. Da haben wir durchgehend gelb. Und auf dieser Seite, ja, haben wir hier hinten den Farbverlauf in dieses Weiß rein und hier vorne ist es durchgehend gelb. Also das ist wahrscheinlich ein Gag, ne, dass dieses und dieses Bein hier jeweils einen Farbverlauf hat und die anderen sind halt gelb, ja. Auch hier dieses Gold drüber gemalt. Ich sag ja, sie haben hier einen feinen Goldglitzer genommen, das ist okay, aber es wirkt halt einfach schmutzig. Also, ja, naja. Dann hier der Schweif, auch grün. Und auch hier wieder Farbe auf dem Fell. Ihr könnt es wahrscheinlich sehen. Ne? Ich meine, hallo, das ist ja mehr als deutlich. Ja. Und auf jeden Fall hier am Schweif wieder schön die
einzelnen Strähnen zu sehen. Die Struktur ist wirklich nett. Und ja, das ist Pineapple. Das ist die Ananas. Ne? Dieses Modell hier übrigens von 2018 ist also nicht das Neueste. Hat es auch schon in den Bayala-Magazinen gegeben, in alternativen Bemalungen und hier halt in der Ananasform. Ja, im Prinzip ein nettes Fohlen, was mir gut gefällt. Der Glitzer macht es für mich ein bisschen kaputt. Ich finde es Overload, das ist einfach zu viel des Guten. Ich stelle hier Kiwi nochmal daneben, dann seht ihr die beiden. Also im Prinzip sehr nette Fohlen. Ja, die Größe kann ich euch auch nochmal kurz sagen. Pineapple hat hier eine Höhe am Ohr gemessen von nicht ganz 7,5 cm, 7,3, 7,4 und eine Länge von der Schwanzspitze bis vorne kommen wir hier in etwa auf 9,5, nicht ganz 10 cm. Ich werde euch jetzt die Geschichte zu Pineapple erzählen, während ich es nochmal 360 Grad drehen lasse und im nächsten Video schauen wir uns nochmal alle 12 Einhornfohlen mit Früchtetattoo auf einen Blick an, dann habt ihr die auch nochmal komplett gesehen. Könnt euch entscheiden, welches Fohlen euch am besten gefällt. Vielleicht ist auch das hier euer Favorit. Oder ob ihr euch vielleicht alle kaufen wollt. Ich habe sie mir komplett geholt. Ich bin, was das angeht, wirklich Komplettsammler. Ich sammle die Fohlen seit der ersten Stunde, seit der ersten Heftausgabe von Bayala. Von dem her gehören diese Sondergeschichten auch dazu. Man kann sich nur wünschen, dass es vielleicht in Zukunft, was die Bemalung angeht, vielleicht wieder ein bisschen feiner wird, besser, genauer und nicht ganz so grob. Teilweise auch mit Farbschmierern. Nicht ganz so schön, da so ein Ding hier 4,99 kostet offiziell. Und das ist nicht wirklich günstig für so ein kleines Fohlen. Okay, also, dann war es das dazu. Pineapple 360 Grad Dreh folgt. Wir sehen uns nochmal im letzten Video, wo ich euch alle Fohlen zeige. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Pineapple liebt Ananas und genau daher stammt auch sein süßes Früchtetattoo. Pineapple ist vom Charakter her einfach so liebenswert, unkompliziert und offen, dass jeder gerne mit dem Fohlen befreundet sein möchte. Pineapple ist kurz gesagt für jeden da. Pineapple mag jeden so, wie er ist und das mögen alle anderen auch an ihm.